Liebe Imker- und Bienenfreunde, unser heutiger Film befasst sich mit den Themen Winterarbeiten in der Imkerei und Altwabenverarbeitung. Wir haben jetzt Ende Januar 2021 und es liegt noch Schnee. Hier sehen Sie einen Blick auf Ebersgöns, ein kleines Dorf mit ca. 700 Einwohnern am Rande von Wetterau und Taunus. Eine unserer Bienenstände rund um Ebersgöns. Wir überwintern etliche Völker in unseren 5-Farben-Ablegerkästen. Diese Taunus-Ablegerkästen passen für Deutsch Normalmaß und für Zanderrähmchen. Jede Zarge hat 5 Rähmchen. Somit wird auf 10 Rähmchen 5 je Zarge überwintert. Die Auswinderungsergebnisse dabei sind sehr gut. Doch kommen wir nun zum eigentlichen Thema: Winterarbeiten. Zu den Winterarbeiten gehören vor allen Dingen das Ausschmelzen der alten und dunklen Waben. Hier sehen Sie unsere Taunus-Zander- und Segeberger-Zargen mit vorsortierten Waben, die noch ausgeschmolzen werden müssen. Zum Ausschmelzen verwenden wir mehrere Abitotal-Dampfwachsschmelzer. Wie diese Wachsschmelzer eingesetzt werden, wird Alex Ihnen hier zeigen. Zunächst muss Wasser in den Wassertank eingefüllt werden. Der Behälter fasst ca. 30 Liter. Der Behälter ist voll, wenn das Wasser aus dem Wachsauslauf überläuft, wie Sie hier sehen. Alle Teile sind aus Edelstahl. Alex öffnet den Dampfwachsschmelzer und Sie sehen am Boden das Gitter, das verhindert, dass der Trester in das Bienenwachs läuft. In der Mitte der Dampfdom, wo der Dampf austritt. Unser neuer Lehrling Hagen öffnet nun einen Wabenturm. Sie sehen, wir haben grundsätzlich ganzjährig eine Schale mit 60%iger Essigsäure in den Wabentürmen. Das verhindert, dass Wachsmotten in die Waben kommen können. Hagen holt die Waben aus der Zarge, schaut nochmal drüber und reicht sie Alex an. Alle dunklen Waben und alle Waben mit Löchern oder sonstigen Fehlern werden eingeschmolzen. Der Abitotal-Wachsschmelzer wird gefüllt. Es passen ca. 28 bis 30 Waben Deutsch-Normalmaß oder Zandermaß in den Abitotal. Der Vorteil bei diesem Wachsschmelzer ist, wie auch bei dem kleinen Taunus-Dampfwachsschmelzer, der ca. 12 Rähmchen fasst, dass der Draht nicht zerstört wird und man die Rähmchen ohne große Arbeit wiederverwenden kann. Hier sehen Sie, wie der Dampfwachsschmelzer Abitotal mit 28 Rähmchen gefüllt ist. Jetzt wird das Gas aufgedreht und der Gasbrenner angezündet. Dann wird der Dampfwachsschmelzer verschlossen. Hier nochmal ein Blick auf den Gasbrenner. Da der Wachsauslauf immer offen ist, kann sich kein Druck aufbauen. Der Dampf im Inneren des Wachsschmelzers schmilzt das Wachs aus den Rähmchen. Das goldgelbe Wachs läuft in einen Edelstahleimer. Nach etwa 20 bis 30 Minuten, je nachdem wie dunkel die Waben waren, wird der Dampfwachsschmelzer geöffnet. Alex zeigt es hier. Sie sehen, der Dampf durchströmt alle Waben und schmilzt das Wachs heraus. Jetzt werden die Rähmchen einzeln herausgenommen und in unserem Betrieb in einer alten Schubkarre vom restlichen Trester befreit und sauber gekratzt. Auch das zeigt uns Alex. Unsere Rähmchen werden dann so sauber gekratzt wieder verwendet. Wir reinigen die Rähmchen nicht mit Eznatron oder sonstiger Chemie. Der Dampf hat alles ordentlich desinfiziert.
Das Kratzen der noch warmen Rähmchen geht leicht und schnell, wie Sie hier sehen können. Alex zeigt jetzt an diesem Rähmchen, wie der Dampfwachsschmelzer wirkt. Die Mittelwand in der Mitte des Rähmchens ist total herausgeschmolzen. Sie sehen jetzt nur noch die Nymphenhäutchen, die sich sehr leicht entfernen lassen. Einmal aufgeklopft und dann sauber gekratzt. In unserem Betrieb, wo viele tausend Rähmchen jedes Jahr ausgeschmolzen werden müssen, haben wir noch Wachspressen, in die wir den Trester aus dem Dampfwachsschmelzer geben und diesen noch einmal mit hohem Druck auszupressen. Hagen öffnet für uns einmal die fast gefüllte Presse. Hier können Sie in die Presse schauen, in der natürlich auch ausgeschnittene Altwaben mit Draht eingeschmolzen werden können. Die Presse hat eine automatische Wasserumwälzung. Damit kann man den Tresterbrei schön weich und flüssig machen. Der Trester befindet sich in einem Presssack. Wenn die Presse gefüllt ist, wird der Sack und der Deckel verschlossen. Die Presse heizt dann automatisch bei ca. 80 Grad weiter und der Pressstempel presst das restliche Wachs mit ca. 14 Tonnen Druck aus. Nach ca. 2 bis 3 Stunden ist der Trester nahezu wachsfrei, wird entnommen und die Presse kann, nachdem man das gewonnene Wachs abgelassen hat, wieder gefüllt werden. Eine solche Presse ist jedoch nur für Berufsimkereien wirtschaftlich. Zu den Winterarbeiten gehört auch das Einlöten der Mittelwände in die Rähmchen. In unserer Imkerei verwenden wir ausschließlich Mittelwände aus pestizidfreiem Bienenwachs. Hagen zeigt uns nun, wie bei uns Mittelwände eingelötet werden. Zunächst werden die Drähte, wenn nötig, mit einem Drahtspanner nachgespannt. Alex, der nach 3 Jahren Lehre jetzt Geselle ist und von uns übernommen wurde, lernt und erklärt Hagen, der erst im ersten Lehrjahr ist, wie es richtig gemacht werden muss. Schauen wir den beiden einen Moment zu. Die Lehrlingsausbildung in unserem Betrieb hat einen hohen Stellenwert. Der Einlöt-Trafo muss natürlich richtig eingestellt werden. Und wieder ist ein Rähmchen fertig mit Mittelwänden eingelötet. Den Draht spannen. Alles muss geübt und gelernt werden. Aber es klappt doch schon ganz gut. Die Mittelwand ins Rähmchen legen. Bitte achten Sie darauf, dass die Mittelwände unten angelegt werden. Die Bienen bauen einen Spalt unten niemals zu, während sie den Spalt oben immer zubauen. Aller Anfang ist schwer. Jetzt geht es aber doch schon viel besser. Und fertig ist die nächste Mittelwand. Übung macht den Meister, wie Sie sehen.
Das richtige Einlöten der Mittelwände ist ganz wichtig, damit Sie schöne, ordentliche Waben bekommen. Unser zweiter Geselle, Dennis, ist seit Januar neu in unser Imkerei beschäftigt, da sich Camilla, die Sie ja aus anderen YouTube-Filmen kennen, sich im Mutterschutz befindet. Dennis stellt hier für unsere Imkerei die Mittelwände auf der großen Wachsgießanlage her. Sie werden Dennis sicherlich im Laufe des Jahres noch bei dem einen oder anderen YouTube-Film in der Imkerei sehen und kennenlernen. Wie Sie sehen, auch im Winter ruht die Arbeit für die Imker nicht. Noch ein kurzer Blick auf die Mittelwandgießanlage. Aber auch das gibt es. Eine unbeschichtete Zarge, die sich ein Specht vorgenommen hat. Solche Zargen werden natürlich nicht weggeworfen, sondern schnell repariert. Dazu steht uns ein Beutenkit zur Verfügung, der, wie Sie hier sehen, einfach in die Löcher aufgetragen wird. Bei noch größeren Löchern empfehlen wir, Autospachtel zu nehmen. Alex zeigt uns hier, wie wir die Reparatur vornehmen. Zuerst ein Brett hinter die Löcher spannen. Dann kommt der Beutenkit hinein. Da das Brett hinter der Zarge liegt, kann der Beutenkit nicht durchfallen und es gibt eine glatte Oberfläche im Inneren der Zarge. Dann wird der Beutenkit glatt gestrichen und trocknen lassen. Fertig sieht es dann so aus. Man kann den Beutenkit, wenn er ausgetrocknet ist, auch sehr gut schleifen. Wir hoffen, dass wir Ihnen hiermit einen kleinen Einblick in die Winterarbeit unserer Imkerei geben konnten. Ihre Taunus-Imkerei Seib in Butzbach-Ebersgönz.